Sie fahren mit 100 einfach geradeaus. Ganz simpel. Mit 100 Stundenkilometern? 100 Stundenkilometer, genau. Nicht mehr und nicht weniger. Klare Sache, ne? Also, schneiden Sie sich an, starten Sie den Wagen und dann geht's los. Hallo? Entschuldigung bitte. Ich meine, wo genau soll ich anhalten? Ist da irgendwo eine Markierung? Markierung? Sie halten an, wenn Sie gegen die Wand gefahren sind. Welche Wand genau meinen Sie jetzt? Ich sehe nur eine Wand. Also, da können wir jetzt. Ich hätte da noch eine Frage, bitte. Ja? Wie soll ich meine Rolle anlegen? Ich meine, was genau ist jetzt meine Motivation? Motivation? Ja, ich bin schließlich Schauspieler und kein Stuntman. Ah, ja, klar. Ihre Motivation ist es, diese Wand nicht zu verpassen. Ja, sehen Sie, es ist nur so, wenn ich Sie recht verstanden habe, dann wollen Sie, dass ich jetzt mit 100 Sachen auf diese Pappwand drauf fahre. Also, um ehrlich zu sein, ich finde, das ist eigentlich mehr etwas für einen Stuntman. Das ist keine Pappwand, das ist eine Betonwand. Mist, Moni! Er hat Schweiß auf der Stirn. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Entschuldigung, weil ich ja vorher sowas noch nie gemacht habe. Natürlich. Ich würde doch gerne mal kurz mit meinem Agenten telefonieren, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich für sowas doch vielleicht nicht unbedingt der Richtige bin. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist 100 ein bisschen viel. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Fahren Sie 95. Okay? Okay. Und dann wird mir nichts passieren? Sicher. Kann ich nicht doch mal kurz meinen Agenten anrufen? Ruhe bitte. Und bei Forschungsfilm kriegt das eins die erste. 95 Stundenkilometer haben Sie gesagt. Ja, ja. Und denken Sie daran. Lächeln. Na, alles im Kasten. Na, wie geht's? Können wir es noch mal machen? Ich bin nicht ganz glücklich mit meinem Lächeln.